Wir sind verpflichtet, wenn wir Kinder in öffentlicher Verantwortung aufwachsen lassen, dass wir uns um deren Kinderschutz prioritär kümmern. Wir suchen immer wieder proaktiv den Kontakt zur Politik, um dort unsere Anliegen einzubringen, weil wir sind Anwalt der Kinder, die bei uns aufwachsen. Beim Kinderschutzgipfel kommen alle Fachleute zusammen, die im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes und der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Dass es natürlich alles Experten sind, dass es Leute sind, die unheimlich engagiert sind an der Sache, an der wir alle natürlich ein Interesse haben, dass Kinder und Jugendliche gestärkt werden, dass sie geschützt werden, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können. Wir fordern mit dem Nationalen Kinderschutzgipfel einen Kinderbeauftragten bei der Bundesregierung. Wir haben viele unbesetzte Stellen. Wir haben Angebote, die wir den Familien, Kindern und Jugendlichen unterbreiten können, nicht mehr vorhanden. Bis 2035 werden 3 Fachkräfte, die in Rente gehen, ersetzen. Eine soziale Infrastruktur, wenn die einmal kaputt ist, kann man die nicht wieder aufbauen. Kindern und Jugendlichen geht es so schlecht wie noch nie, nach Studien zu urteilen. Wir schauen immer nur auf die krassen Fälle, ne? Wenn Kinder super gewalttätig werden, dann ist so, oh Gott, was ist los mit den Kindern? Aber dahin ist es ja ein langer Weg. Wir leben in einer sehr unruhigen Welt, die sehr, sehr viele Anforderungen an die psychische Verarbeitung, an die psychische Gesundheit, an die soziale und persönliche Identität auch richtet. Und Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, das zu bewältigen, das ist die Herausforderung. Die Hilfen zur Erziehung und der allgemeine soziale Dienst müssen eine prominente Stelle in der Fachkräftestrategie des Bundes erhalten. Also ich glaube, eine Gesellschaft ist wirklich nur so gut, wie sie sich um ihre Schwächsten kümmert. Und wenn wir da nicht hinschauen, weil es uns egal ist, dann haben wir, glaube ich, eine wirklich große menschliche Krise.